Nach Schätzungen lebt in den USA heute jeder Zehnte in sogenannten Gated Communities, also in bewachten Häusern und Wohnanlagen. Und dieser Trend zur Abschottung und der Wunsch, unter seinesgleichen zu bleiben, erfasst nun auch das Internet und einige seiner User. So wie Hermann van Dorn, einen Internetunternehmer. Er besitzt eigentlich alles, was er sich immer gewünscht hat. Nur der Platz an seiner Seite, der ist leer und er hat genaue Vorstellungen, wer ihn füllen soll. Ich könnte eine lange Liste aufzählen. Man muss mit ihr lachen können, sie muss Humor haben und natürlich soll sie die schönste Prinzessin der Welt sein. Und diese Prinzessin soll nach Möglichkeit aus der gleichen sozialen Gruppe sein. Die großen Online-Dating-Dienste, wo sich jeder anmelden kann, sind deshalb keine Option für Van Dorn. Dann weist ihn jemand auf eine neue Plattform hin, die Inner Circle, Dating mit Einlasskontrolle. Für Van Dorn eine vielversprechende Alternative. And the fascinating thing about the Inner Circle is that they have Das Faszinierende an The Inner Circle ist, die haben so ein Freunde-von-Freunden-Konzept. Das macht es einfacher, sich dort zu registrieren. Es schreckt einen nicht so ab. Gründer von The Inner Circle ist David Vermöhle. Der ist damals selbst Single und bei verschiedenen Datingdiensten registriert und findet es schlicht zu mühsam, sich durch die Profile von Frauen zu klicken, die seinen Ansprüchen nicht genügen. Deshalb müssen bei The Inner Circle Kandidaten ihr LinkedIn- und Facebook-Profil zugänglich machen. Zutritt zum inneren Kreis erhält nur, wer sich über seine Kontakte empfiehlt oder wessen Lebenslauf überzeugt. Ich will ehrlich sein, wenn du an der Kasse am Supermarkt arbeitest, wirst du bei uns nicht zugelassen werden. Leute, die eine nette Karriere haben, haben es da bei uns schon leichter. 80.000 Mitglieder hat die Inner Circle. 100.000 mussten bisher draußen bleiben. Jeder Aufnahmeantrag wird von Vermöhles Mitarbeitern geprüft. Denjenigen, die zugelassen werden, winken Einladungen zu Partys und Kulturveranstaltungen in ganz Europa, exklusiv für Mitglieder. Ein virtueller Club, in dem die Kreativen und Erfolgreichen unter sich bleiben. Die Chancen, jemanden zu finden, sind am höchsten, wenn man nach jemandem sucht, der einem ähnlich ist. Genau das ist unser Konzept. Der Unterschied zu anderen ist, dass wir das auch so sagen und sicherstellen, dass die Leute unter Gleichgesinnten suchen können. Und The Inner Circle ist nicht das einzige Datingportal mit Zulassungsbeschränkung. Luxy etwa versteht sich als Partnervermittlung für Millionäre. Beautiful People dagegen lässt nur die Gutaussehenden zu. Voraussetzung ist, dass andere Mitglieder den Anwärter oder die Anwärterin als attraktiv einschätzen. Im Netz wimmelt es also geradezu von Angeboten exklusiv für die Schönen und Reichen. Deren Erfolgskonzept? Abgrenzung, glaubt der Internetsoziologe Stefan Humer. Also die Leute erst anzufixen und dann zu sagen, guck mal, das ist jetzt was Neues, was Spannendes, aber du kommst hier nicht rein. Das steigert natürlich erstmal die Neugier. Das ist wie bei allen Clubs, die eine strenge Türpolitik haben oder wo man besondere Anforderungen erfüllen muss. Vor wenigen Jahren noch war Internet-Dating eine Zufallsmaschine. Unberechenbar, spannend, oft frustrierend. Man musste erst herausfinden, mit wem man es zu tun hatte. Dafür traf man Leute, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Jetzt kommt der Gegentrend. Partnersuche in der Komfortzone der eigenen Gesellschaftsschicht. Für Hermann van Dorn geht dieses Konzept auf. Er findet schließlich seine Prinzessin. Wir waren vorher schon mal auf der gleichen Hochzeit. Wir sind auf dieselben Partys gegangen. Wir gehörten zum gleichen Freundeskreis. Nur zufällig sind wir einander nie begegnet. Das war schon toll. Eigentlich gilt das Internet als großer Kommunikator, als Netz, das unterschiedlichste Menschen miteinander verbindet. Jetzt offenbaren Partnerbörsen wie die Inner Circle, dass viele User auf diese Offenheit gar keinen Wert zu legen scheinen und tun genau das, was sie auch in der analogen Welt schon immer gemacht haben. Unter sich bleiben und sich gegen andere abschotten.